Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Ja, da sind wir wieder. Der Tomcat ist abgereist. Wir sind wieder hier im Heldenviertel, Heldenheim. Und der Klaus hat heute noch nicht geschossen, aber hier hängt jetzt ein Schild. Heldenmutprobe. Wer stellt sich dem Helden Klaus? Ich stelle mich dem Helden Klaus. Aber ich weiß auch, es ist früher Morgen, ist keine besondere Heldentat. Um die Mittagsstunde schießt er ja immer. Ja, der Tomcat, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Und dass du uns geholfen hast, hier das Heldenviertel so ein bisschen aufzubereiten. Allerdings, ich nehme mal, brauche ich eigentlich hier. Aber wir haben auch Setzlinge, glaube ich. Waren die hier mit drinne? Oder sind die hier in der Krustkiste? Hier sind ein paar Setzlinge, aber nicht die, die wir brauchen. Da, 15 Eichensetzlinge. Schwarzeiche. Bisschen Kohle. Kann nicht schaden. Ja, ihr habt das wahrscheinlich schon mitgekriegt. Im Heldenviertel Moorbrück, also im Stadtviertel Moorbrück, hat sich Unmut aufgetan. Die Leute sind da unzufrieden, fühlen sich zurückgesetzt von der Gesellschaft. Und so etwas kann man gar nicht ernst genug nehmen. Also, ihr wisst ja, Moorbrück haben wir damals eingerichtet, außerhalb der Stadtmauern, damit es so ein freies Land gibt im Grunde. Ist jetzt ja nicht besonders schön, dadurch, dass da ja auch sehr viel... Oh, guck mal. Dann nehmen wir gleich mal ein paar von mit. Kartöften für die Moorbrücker. Kartöften für die Moorbrücker, dann können die hier auch mehr... Na, ihr wisst schon, schnick, schnack. So, zack und zack. Ja, das sollte reichen, an Kartoffeln für Moorbrück. Wenn da Unmut aufkommt, dann ist es immer eine äußerst gefährliche Geschichte, denn schnell keimen da auch so Sachen auf, wie zum Beispiel der Kult, den wir gerade erst besiegt haben. Und ja, wir gehen auch nochmal beim Hundsgraber Boten vorbei und nehmen gleich mal ein paar aktuelle Zeitungen mit, damit die gleich mal aufgeklärt werden in Moorbrück, dass sich der Bürgermeister auch um sie kümmert. Natürlich, klar, wir lassen hier keinen hängen. Und auch wenn wir natürlich gerade noch ein paar andere Sachen eigentlich zu tun hätten, gehen wir trotzdem nach Moorbrück und kümmern uns um die Bewohner dort. Okay, Zeitungen, gucken, ob wir da gerade aktuelle überhaupt am Start haben. Ich glaube, hier in den Kästen werden die immer verteilt. Hallo Leute, ich bin mal für ein paar Tage weg. Ich muss mich mal um den Stadtteil, ja hier, Moorbrück kümmern. Ja, ihr wisst schon, Moorbrück, ja, das ist ziemlich außerhalb. Ja, ja, genau. Aber die Leute da wollen auch, dass ihr Bürgermeister präsent ist. Also gehen wir jetzt mal ganz kurz nach Moorbrück und wir müssen da ein offizielles Gebäude von Hundsgrab errichten. Ein Bürgerhaus, dachte ich mir. So ein kleineres, nichts Großes, ein kleines Bürgerhaus für die Moorbrücker Bürger. Damit die da, ja, im Grunde nicht völlig hinterm Mond leben. Und auch immer Informationen kriegen. Da wird auch eine Zweigstelle, also ein kleiner... Verkauf des Hundsgraber Boten oder Dreiemland-Kurier, könnte man die auch fast schon nennen, wird es da geben. Ja, sowas muss es da alles geben, damit die nicht da auf dumme Gedanken kommen in Moorbrück. Und damit die auch wissen, okay, auch Hundsgrab kümmert sich auch um Moorbrück. Jetzt war ja auch hier noch, das Stadttor war ja auch noch zu, was natürlich ganz schlecht gelaufen war. Ich weiß nicht, warum unsere eisernen Kerle das zugemacht haben oder habe ich das zugemacht. Na, schauen wir mal. Wir waren lange nicht mehr in Moorbrück. Da geht's schon los. Da geht's schon los. Eine Eisenbahnverbindung haben sie ja eigentlich. Was steht hier? Stadtteil Moorbrück, genau. Ja, ist ein bisschen, ja, in Vergessenheit geraten. Der Zordern und ich haben uns zwar bemüht, hier denen ein bisschen was zu bieten. Eine kleine Kirche gibt es. Ja, es gibt hier eine kleine Kirche. Hier, das sind noch alte versunkene Häuser. Das hat also nichts mit Neu-Moorbrück zu tun. Aber guck mal, allein hier schon diese wunderschöne Holzkirche, die sie gekriegt haben. Aber die sind unzufrieden. Und natürlich, in Hundsgrab ist alles eine Nummer größer. Was ist hier? Wirtshaus, genau. Zum Schleimknödeln. Wirtshaus entsteht hier. Ja, aber halt noch keine offizielle Anlaufstelle für die Moorbrücker. Was haben wir hier? Ja, das ist doch schon einiges gebaut. Aber trotzdem sind sie unzufrieden. Unglaublich. Was haben wir hier? Hier ist der Pilgermarkt. Ja. Beste Äpfel. Feinste Pilze.
Das wahrscheinlich aber von den Moorbrückern selber. Und ich habe hier gerade einen totalen Einsturz, was meine Frames angeht. Was immer das auch heißt. Ja, okay. Wir haben da hinten ja einen steinernen Markt errichtet. Da werden wir wahrscheinlich dann die Markthalle oder beziehungsweise das Bürgerhaus von Moorbrücke machen. Es ist alles ziemlich weitläufig hier. Die Häuser stehen ziemlich weit auseinander. Es gab hier auch mal Dorfbewohner, die sind hier angekommen mit der Bahn. Aber ich weiß gar nicht, ob die sich jetzt vor uns verstecken oder was. Also man merkt das schon, dass die Stimmung nicht allzu gut ist. Hier gibt es auch ein großes Weizenfeld. Da wurde auch Weizen abgebaut. Aber momentan ist hier keiner zu sehen, der hier arbeitet. Die Bahn kommt hier nur sehr selten vorbei. So richtig verschlafenes Nest. Und wir wollen dafür sorgen, dass aus diesem Nest kein Ghetto wird. Ne? Dass das hier eine Gegend wird. Guck mal, hier haben wir auch noch Werkskisten stehen. Das ist der ganz alte Gasthof. Okay, hier sind die ganzen Zordern. In Planung. Bauliste Moorbrück. Derzeit im Bau, in Planung. Bootslager mit Leuchtfeuer. Schiffswrack. Imbiss zum Schleimknödel. Hat man da hinten gesehen. Ja. Okay. Aber es muss was Offizielles hierher. Das war ja das kleine Bild, was wir angelegt hatten. Genau. Und hier ging es doch irgendwo hoch. Achso, ich wollte nochmal gucken wegen Steinen. Ob wir noch Steine hier haben im Lager. Hier haben wir noch ein bisschen Fichtiholz. Das ist aber nicht sehr viel. Wir haben aber Fichtisetzlinge haben wir auch nicht. Aber Schwarzeichensetzlinge ohne Ende. Hier ist auch noch Schwarzeichenholz. Und Fichte ist hier auch. Sehr gut. Das ist doch schon mal sehr gut. Hm, pass auf, dann packen wir jetzt die Blume hier mal dazu. Und nehmen uns mal ein bisschen Fichti mit, das werden wir brauchen. Stein sieht es eher schlecht aus, aber ich glaube, wir haben da hinten auch noch ein Lager. Ich finde auch, die Schwarzeichen passen hier sehr schön ins Moor eigentlich. Hm. Gut, dann haben wir da hinten ist ja die Hexenwacht. Die könnten sie natürlich auch aufsuchen, aber ich glaube, die wollen ihr eigenes Ding. Hier ist die kleine Schafsfarm. Hier mit dem, Moorbrücker Pension. Sumpfherberge zum schattigen Lorch. Die haben wir gebaut, falls ihr euch noch erinnern könnt. Dann haben wir hier hinten haben wir doch auch so ein kleines Häuschen schon hingebaut. Ey, es war schon so lange nicht mehr hier. Ach hier, das war doch dieser Typ, der die Creeper-Versicherung verkauft, ne? Da genau. Wurzelsepp. Ah ne, hier wohnt der Wurzelsepp. Kunst mit Wurzeln. Genau, der Wurzelsepp. Aber hier ist echt keiner. Erstmal zu sehen. Hier war ein kleines Holzlager. Aber alles ziemlich verwaist. Entweder verstecken die sich vor uns. Es gibt hier einiges. Wir werden immer mal wieder ein bisschen was erkunden. Und das war doch hier der Schleimtempel, oder? Weil hier unter ist ja der Monsterspawner. Genau. Hier unter ist der Monsterspawner. Und das ist der Schleimtempel. Kann man noch reingehen? Auch wieder raus, hoffe ich doch. Na gut, wenn hier die Zombies frei rumlaufen, ist natürlich auch nicht so nett. Stopp! Ah, schon ganz schön verwaist hier die Gegend. Zombie-Lebern kann ich leider nicht mitnehmen. Das ist alles leer hier. Okay. Der Schleimtempel. Hier unten haben wir noch ein paar Kisten stehen. Ja, Baumaterial haben wir da. Oh, sogar unsere... Und das Schusssicherhelm haben wir hier aus Versehen liegen lassen. Sind wir hier so überhastet aufgebrochen damals? Hm. Kein gutes Zeichen, ne? Wenn so überhastet aufbricht. Hier ist auch noch Steine. Sehr gut. Passt mal auf. Dann würde ich die Kartoffeln jetzt erstmal in diese Kiste krusten. Dynamit. Warum haben die hier Dynamit? Oder waren wir das? Oh, oh, oh. Das sind keine guten Zeichen. Hier im Moorbrück, die Zeichen stehen auf. Auf schlecht in Moorbrück. Wir müssen uns hier unbedingt drum kümmern. Das steht schon mal fest. Ich mache jetzt mal die Ofenkartoffeln hier rein. Ganz schön vernachlässigt haben wir das Ganze hier. Dabei ist das so eine schöne Gegend hier im Sumpf. Da hinten ist ja das Geisterhaus. Und vielleicht sollten wir hier irgendwo in dem Bereich dann unser... dass wir hier das große Bürgerhaus von Moorbrück hinstellen. Ist eigentlich keine schlechte Idee, oder? Was meint ihr? Das Bürgerhaus von Moorbrück. Das könnt ihr hier hinten hin. Wir haben ja hier schon angefangen.
so ein bisschen eine Linie zu ziehen. Wir haben ein Bett auf jeden Fall dabei. Ja, Heldenviertel müssen wir erstmal ruhen lassen, solange das hier nicht geklärt ist. Wir müssen mal gucken, wo sich die Bürger verstecken. Also wird es ein, ja, kleiner Abstecher mit plus kleinen Abenteuer. Ne? Hier im Moorbrück. Haben wir noch so moosigen Stein? Wenn nicht, können wir den ja auch herstellen jetzt. Das können wir ja ganz einfach machen, indem wir hier die Ranken so ein bisschen abhacken. Achso, müssen wir mal eine Schere machen. Haben wir zufällig dabei. Ne? Wir waren ja erst in Bocksprung. Ich hoffe, das war in Ordnung. Ich bin da gar nicht mehr dazu gekommen, den Dune überhaupt zu fragen. Ich hoffe, das war jetzt nicht irgendwie schlecht, dass wir das da gezeigt haben. Aber mittlerweile glaube ich und glaube ich zu wissen, ich glaube zu wissen, dass diese Statue ist, glaube ich, für den Drachenprinz, kann das sein? Ich meine, jetzt wird es vielleicht schon in den Kommentaren drin stehen, obwohl das ein bisschen weniger geworden sind, kommentaremäßig. Aber naja, das ist manchmal so, da machen wir jetzt keine große Platte. Und kann das sein, dass das ein Denkmal für den Drachenprinz ist, weil der da so viel gebaut hat in Bocksprung? War ja nicht gerade wenig. Und auch gerade bei dieser Hafenaktion, da hat er sich ja sehr, war ja sehr gut dabei, ne? Aber wer jetzt nicht weiß, was ich hier gerade mache, ich weiß es auch nicht. Oh, ups. Doch, ich weiß es natürlich. Ich mache, bemoosten. War, ging das so? Ging das gar nicht so? Muss man die einfach nur nebeneinander halten? Wie war das nochmal mit dem bemoosten Stein? Ich glaube doch, ne? So. Okay, jetzt haben wir nicht gerade die Welt, aber wir kommen erstmal mit hin. Hier kommen wir auch hoch. Zack. Dann ziehen wir hier vorne nämlich erstmal die schöne bemooste Kante lang. Ist ja alles schon ein bisschen alt und alles ein bisschen verwuchert. Man kann hier aber sogar den Turm der Dunkelwacht sehen. Ne? Also es ist mal nicht so. Wir sind nicht so unglaublich weit weg von Hundsgrab. Und es gehört ja auch noch mit zu Hundsgrab, genau wie die Hexenwacht ja eigentlich mit zu Hundsgrab gehört. Ja, eigentlich nur eine vorgezogene Wachposition darstellt. Das könnte eng werden. Wir können ja hier in der Mitte. Können wir ja so ein bisschen was mit normalen Steinen noch machen. Obwohl, das können wir ganz durchziehen mit bemoosten. Soll ja alles so ein bisschen moosig und verwittert wirken. Das muss hier weg auf jeden Fall. Ja, zack, sammeln wir mal alles ein. Und hier werden wir dann ein, ja, so eine Art Bürgerzentrum, eine Art Bürgerhaus hinbauen. Für Hundsgrab, also für Moorbrück. Eine Anlaufstelle für alle Moorbrücker. Ein großes Bürgerhaus. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich überlege gerade, ob wir jetzt hier erstmal einen Platz hinmachen, ganz grob. Und dann schauen, ob wir, dass wir da oben dann das draufsetzen. Wir könnten allerdings auch gleich sagen, wir machen hier dann irgendwo das Bürgerhaus hin. Ich bin fast für letzteres. Und dann könnten wir hier mal den Grundriss hin machen. Wir gehen hier einfach mal so, sagen wir mal 1, 2, 3, 4. 4 raus. Machen wir hier mal einen hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soll ja nicht riesig werden, ne? Das ist einfach nur der Grundriss. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, auch. Passt das? Ja, sollte passen. Und hier können wir dann so einen kleinen Vorplatz machen. Und dann machen wir hier 1, 2, 3, 4. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, sollte schon ein bisschen größer, sollte schon sein. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Gut. Gut. Da würde ich jetzt aber schon fast schon mal die Balken draufsetzen. Erstmal. Zur Markierung, ne? Ihr wisst schon. Okay, das heißt, ich hau die hier nochmal weg. Und setze da lieber einen Balken hin. So, schöne feste Balken. Mauerfundament hier drinnen, damit da nichts, also in dem Bodenfundament sozusagen drinnen,
Wir können ja keinen Keller bauen hier in Mombrück. Der Boden ist sehr sumpfig. Keller bauen geht hier gar nicht. Zählen wir lieber nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5. Das passt. So. 1, 2, 3, 4, 5. Das passt auch. Und dann werden wir hier ein bisschen was bauen für die Leute. 1, 2, 3, 4, 5. Natürlich wird dann hier auch, wahrscheinlich werden wir hier auch einen eisernen Kerl machen, der dann so ein bisschen auf alles ein bisschen aufpassen kann. Also wir machen im Grunde beides. Wir machen einmal bieten wir ihnen einen Anlaufpunkt für Leute, die zum Beispiel ja, irgendwelche Fragen oder Schwierigkeiten haben oder so. So, jetzt müssen wir hier mal ganz kurz nochmal überlegen. Dann haben wir schon den Grundriss. 1, 2, 3, 4, 5. Wer hier 6. Zack, hinfort mit dir. So. Und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? Richtig? 2, 3, 4, 5. Perfekto. Das wäre im Grunde der Grundriss schon für unser Haus. Für das Bürgeramt. Ja, das heißt, das hier innen drin können wir eigentlich wieder wegknallen. Dieses hier, ne? Weil da kommt ja dann wahrscheinlich Boden, Fußboden rein oder sowas. Ich habe mir jetzt noch gar keine großen Gedanken gemacht. Das ist eine spontane Aktion. Aber spontane Notlagen erfordern spontane Reaktionen. Auch daran wird ein Bürgermeister gemessen. Wenn seine oder wenn die Dorfbewohner irgendwann mal unzufrieden sind und sagen, ja, da passt uns aber was nicht und da ist großes Potenzial. Oder das große, ja, gibt es große Probleme und die Leute brauchen irgendwie eine Zuflucht, die brauchen irgendwie Halt. Dann muss man auch mal so Prestigeprojekte, schön gesagt, ne? Prestigeprojekte wie zum Beispiel, wir werden hier unten, machen wir auch Stein rein? Ja, machen wir erstmal Stein rein. Prestigeprojekte wie zum Beispiel den Palast, den Dreiemlandpalast, den stelle ich dann erstmal zurück. Oder die stelle ich dann erstmal zurück. Hier müssen wir natürlich dann auch immer... verdammt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier kommt wieder ein Balken rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich denke, das können wir jetzt ziemlich schnell bauen. Ohne jetzt groß... das müssen jetzt auch 6 sein. 1, 2, 3, 4, 5. Alles klar. Also, ne? Passt. Meinte der Mann. So, und dann können wir hier schon mal den Grundriss rumziehen, wenn wir genug Cobblestein dabei haben. Aber ich denke, wir haben da hinten in der Kiste noch was. Genau, alles klar. Upsa. Müssen wir ein bisschen hin und her rennen, aber ist ja kein Problem. Kennt er ja gar nicht anders, ne? Ich glaube, da ist ein Schleim drin. Ich glaube, da ist ein Schleim in unserer Schleimfalle. Wir werden gleich mal gucken, ob da tatsächlich ein Schleim jetzt drin ist. Ja. Da ist ein Schleim drin, ne? Komm mal hier wieder raus. Was? Ja, ja, er schießt, ne? Verdammten Biester. Was ist denn hier los? Ah, der Schleim kommt auch. Wartet, wartet, wartet. La, la, la. Nein, ihr sollt da nicht reinfallen. Ach, verdammt. Kleine Schleime können, glaube ich, auch nicht schwimmen, ist das Problem, oder? Warte, ich gehe mal unten hin. Ach, herrje. Also noch nicht optimiert hier, ne? Jetzt kommen sie hier durch. Wunderbar. Jetzt kann man die einsammeln. Der Creeper hat es voll zerlegt, aber im Wasser. Also nichts passiert. Wir kriegen hier richtig viel Schleim raus. Das ist cool. Da können wir ganz viel Schleim rein mitmachen. Und das ist ja auch eine der Einnahmequellen hier von... Oh, Creeper. Der kann uns nicht sehen, deshalb explodiert er nicht. Was mit dir, Schleimemann? Willst du hier nicht herkommen? Hier so? Ich bin auch hier hinten. Nicht um die Ecke. Jetzt haben wir ihn erwischt. Arg. Los. Ja, da ist noch ein bisschen Potenzial, ne? Da ist echt noch ein bisschen Potenzial hier. So, jetzt haben wir es alles eingesammelt. Können wir hier auch so einen Holzpfosten hinsetzen. Ist eigentlich egal. So. Ehe es dunkel wird, schnell weitermachen. Den Schleim sortieren wir mal hier ein. Hatten wir nicht schon Schleim drin? Spinnenaugen. Alles, was Monster krust, das kommt hier rein. Mal sehen, wie viel wir da zusammenkriegen. So mit der Zeit. Mit den Jahren. Hier haben wir ein Schwert. Warum eigentlich das? Warum das eigentlich, wollte ich sagen.
Das ist unser Bogen. Den geben wir nicht her. Auf gar keinen Fall. So, Freunde. Ja. Ah, hier, guck mal. Alles klar. Da haben wir noch ein bisschen was. Hier haben wir sogar Prismaziegeln. Alter Schwede. Also, ne, dass die so unzufrieden sind. Hier wäre ein eher ungeeigneter Platz. Ich glaube, da hinten so direkt am Wasser ist es schon recht gut. Wir haben ein paar Schweine, die am Planschen sind. Naja, okay. Und hier wird es dann eine Essensausgabe geben für die ganz Armen, die einfach mal kein Essen haben. Und, oder gerade mal kein Essen haben. Die gerade vergessen haben, was ich zum Supermarkt zu gehen oder so, kennt er ja vielleicht. Oder ähnliches. Die kriegen dann hier Essen, ganz klarer Fall. Also wie schon gesagt, es gehört auch genauso zu Hunsgrab wie alles andere auch. Hier machen wir dann noch den Kies wieder rein. Wir haben ja aber nur 4, der Rest hat sich wunderbar in Feuerstein verwandelt. Naja, und es ist schon wieder dunkel. Und die Folge ist um, aber morgen geht's hier garantiert weiter. Und wir bauen hier ein Bürgerhaus für den Sumpf. Gute Nacht, meine lieben tapferen Freunde.